Hallo zusammen, wir haben jetzt den späten Vormittag und für uns geht's ab ins Erzgebirge und zwar nach Oberwiesenthal. Wir fahren jetzt zum dritten Mal hin, freuen uns auch schon total. 600 Kilometer liegen vor uns, die dann quer durch Deutschland von Rheinland-Pfalz über Hessen, Thüringen nach Sachsen gehen. Und ja, da gibt es ganz viele tolle Sachen zu sehen. Das sind Räuchermännchen, Räucherkegel. Krottendorf und Huss. Ne? Ja, Krottendorf und Huss, die ganz großen. Knox ist auch irgendwo in der Nähe, da waren wir bis jetzt aber noch nicht. Dann gibt es eine Schmalspurbahn und wir nehmen euch einfach überall hin mit und schauen. Skischanzen, genau. Jens Weißflug kommt von daher und so weiter und so fort. Richtig. Viel Spaß, jetzt geht's los. Kommt mit! Ja, erste kleine Rast am Rastplatz Pfeffinger Höhe und wir sind mitten in Hessen, nachdem wir unser Heimatbundesland Rheinland-Pfalz bereits von West nach Ost durchquert haben und es ist nicht mehr weit bis Thüringen und wir fahren jetzt wieder auf die Autobahn auf. Noch sind wir auf der, lass mich nicht lügen, was ist es? Die A5, genau. Die A5, die wir sonst eigentlich auch immer fahren, aber sonst Richtung Freiburg, wenn wir in Schwarzwald fahren, jetzt in die andere Richtung. Die verlassen wir aber gleich in 20 Kilometern Richtung Dresden. Dann fahren wir auf die A4. Ja, und wir melden uns dann in Thüringen wieder. Da fahren wir nämlich durch einen ziemlich langen Tunnel. Und ich denke, nehmen wir euch mit. Dann nehmen wir euch mal mit durch. Bis dahin. Bis später. Ja, hallo zusammen. Wir sind jetzt mittlerweile in Thüringen. Und zwar befinden wir uns nach wie vor auf der A4 Richtung Dresden. Und wir befinden uns auf dem Rastplatz Eisenach. Das ist ein bedeutender Punkt damals gewesen. Wir sind eigentlich im Grenzgebiet der DDR. Ich werde jetzt gleich mal aussteigen und das filmen. Und zwar ist da ein großer Wachturm noch von damals, da ist mittlerweile ein Restaurant drin und weiter oben ist ein Burger King für alle, die ein paar Burger essen wollen und unten an dem Platz sind jede Menge Lichtmasten, die das Gelände dann ausgeleuchtet haben damals. Ne? Und ich schalte jetzt gleich mal kurz drauf, also Wachturm mit Lichtmasten am ehemaligen Grenzübergang. Ja, im Prinzip sind wir jetzt auf dem Gelände der ehemaligen DDR. In Thüringen und wir fahren gleich weiter, die A4 runter Richtung Dresden und ich glaube, wir wechseln dann nochmal die Autobahn, melden uns aber eh nochmal, weil wir noch durch den Tunnel fahren wollen. Bis dann! Jagdbergtunnel mit 3072 Metern.
ein Monster von Tunnel. Jetzt sind wir bei Jena. Wie meinst du? Jetzt? Ja. Jetzt kannst du reden. Jena-Zentrum, genau, am Uniklinikum. Und jetzt fahren wir noch durch den Stadttunnel von Jena. Gut 140 Kilometer haben wir noch bis zum Erzgebirge. Ja, aber es waren ursprünglich knapp 600, dann haben wir den größten Batzen hinter uns. Wir liegen auf jeden Fall gut in der Zeit. Ist auch nicht mehr weit jetzt bis Sachsen. Aber der hier ist deutlich entspannter, der ist nämlich nur 600 Meter lang. Der, ja? Lobteburg-Tunnel. Oder Lobteburg-Tunnel. Oder Lobteburg. Der ist relativ kurz. Wer hierher kommt, weiß, wie es richtig ausgesprochen wird. Lobte bestimmt. Lobte, ja. Wir waren ja keine 2B, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. So sieht das aus. Und wir sehen an den Schildern Berlin, Dresden, München. Eigentlich wollen wir nirgendwo dahin, aber die Richtung Dresden, das passt nach wie vor. Bis später. Ja, mittlerweile sind wir dann in Sachsen angekommen, haben jetzt noch gut 5 Kilometer auf der Autobahn, fahren dann runter und gleich bergauf ins schöne Erzgebirge. Und da werden wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal zuschalten oder ob wir uns direkt melden von unserer Ferienwohnung in Oberwiesenthal. Wir werden sehen. Ja, und da sind wir wieder in unserer Ferienwohnung. Wie jedes Jahr, neu ist die Küche. Ist schick geworden. Schöne neue Küche. Ja. Und ein neues Sofa. Thank you.
Wir hatten jetzt eben schon unser Abendessen und Amy bekommt ihr es natürlich auch noch. Und zwar jetzt. Ich habe natürlich den Deckel vergessen, um die Dose abzudecken. Aber ist klar, irgendwas vergisst du immer. Jetzt hat sie mitgekriegt, dass es Futter gibt und ist auch da rum. Da ist sie, Amy. Da ist sie. Guck mal. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Maus. Ja, wahrscheinlich siehst du auch noch 3000 Körper, die da stehen, weil wir sind angekommen. Ja, gerade Pipi machen, 3 Sachen ausgeräumt und dann hatten wir auch schon den Tisch, den wir reserviert hatten und schon nach hinten gelegt hatten, mussten wir uns beeilen. Also, wir waren wie immer zum Auftakt in der Pizzeria Pico, aber wir waren also wirklich auch von der Anreise und wir waren sehr, sehr müde und haben kein Video mehr gedreht, aber ein paar Fotos vom ersten Abendessen werden wir einfügen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und jetzt haben wir 9:30 und ich bin so fertig. Ich glaube, ich lege mich gleich ins Bett. Lass die Türen auf, damit Amy hin und her laufen kann. Und der Michel setzt sich bestimmt auf die Couch und guckt ein bisschen Fernsehen. Genau. Amy! Fufu! Essi! Essi? Mama hat Essi! Essi! Pass auf, will sie nicht. Komm mal gucken! Oh, komm mal her! Komm mal gucken! Nee. Es macht nicht den Eis. Ist Hunde essen, ich will kein Hunde essen. Die Mülleimer, wo sind die Mülleimer denn jetzt? Nee. Die haben eine neue Küche und so. Ah, und ein bisschen umgestellt. Vorher standen die Mülleimer da in der Ecke, wo jetzt der Strom steht. Und das ist jetzt ein neuer. Bin ich jetzt, muss ich den geben oder? Nee, ach nee, vielleicht muss ich einfach auch nur ziehen. Ist nur einer oder ist... Nee, guck mal, was ist mit dem zweiten da hinten? Da ist die Amy.